Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum neuen Let's Play Pokémon. Der erste Part, wunderschön. Ich werde nicht wirklich viel dazu sagen. Immerhin gibt es nicht wirklich viel dazu zu sagen. Außer eventuell, dass ich nicht unbedingt versuchen werde, alle möglichen Charaktere eine Stimme zu verpassen. Gerade zur Zeit, weil meine Stimme selber irgendwie ziemlich kratzig ist und gerade irgendwie nicht wirklich so die Möglichkeit dazu bietet. Aber ich versuch's trotzdem irgendwie. Hallo du! Freut mich, dich kennenzulernen. Willkommen in der Welt der Pokémon. Ein alter Mann? Ich bin Professor Eibe. Aber jeder nennt mich einfach nur Pokémon-Professor. Zunächst möchte ich dich etwas fragen. Ist dies dein erstes Abenteuer? Wenn du Hilfe brauchst, bist du bei mir an der absolut richtigen Adresse. Nein, ich will keine Infos mehr. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Hier habe ich ein Pokéball. Bitte berühre den Pokéball in der Mitte. Das kann ich natürlich machen, ne? Ein kaputtes Kuscheltier! Wir Menschen leben mit den Pokémon ein Leben in Freundschaft. Wir teilen unsere Freizeit und wir arbeiten zusammen. Manche Menschen setzen Pokémon im Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbindet. Und was ich tue, willst du wissen? Ich widme mich der Forschung, damit wir mehr und mehr über die Pokémon lernen. Aber warum erzählst du mir nicht ein bisschen über dich? Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Sieht nach Junge aus. Aha, du bist also ein Junge? Ach, was? Sieht man das nicht? Okay. Verrätst du mir auch deinen Namen? Ich sag's euch, Leute, bald will er auch noch meine Telefonnummer haben und dann haben wir ein ziemliches Problem an der Backe. Ich werde mich wie im letzten Projekt, nein, da hätte ich einen nach unten müssen. Wie im letzten Pokémon LP einfach Ulki nennen, weil ich's kann. Du bist also Ulki. Ja. Sehr schön. Ich sehe doch schon, wie er nach Hause geht und sich einen runterholt, ey. Das ist doch eklig. Du bist also Ulki. Das ist aber mal ein schöner Name. Und dieser junge Mann hier. Ich glaube, das ist sein Freund. Wie er wohl heißt? Nimm ihn einfach mal Marco. Marco, sagst du? So heißt dein Freund also? Ja, schon. Unter Umständen. Nun, Ulki, die Zeit ist gekommen. Du wirst nun Abenteuergeschichten schreiben. Danke. Und mein Stuhl knatscht ziemlich. Das geht mir auch irgendwie auf den Sack. Auf deiner Reise wirst du unzählige Pokémon und Menschen treffen. Ihr merkt schon, jetzt meine Stimme schon wieder. Und auf deinem Weg durch die Welt wirst du viele interessante Dinge erleben. Aber du wirst auch viel über dich selbst erfahren, da bin ich mir sicher. Genug geredet, die Welt der Pokémon wartet. Ja! Wir schrumpfen. Pokémon sind stets bei uns. Ich hoffe, du verstehst die Bedeutung dieser Worte. Diesen Vermerk hat der aus der Kanto-Region nach Sinnoh zurückgekehrte Professor Eibe hinterlassen. Und damit beenden wir unsere Sondersendung Frag Professor Eibe. Ah ja. Ihr Jubelstadt-TV. Wir sehen uns nächste Woche. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Hat was, ne? Nicht der. Da bist du ja. Hey, Ulki, hast du das gerade im TV gesehen? Klar hast du. Professor Eibe ist dieser super wichtige Typ, der Pokémon erforscht, oder? Also muss er doch säckeweise Pokémon zu Hause haben. Wir müssen ihn nur fragen, ob er gibt uns welche ab. Und er gibt uns welche ab. Bestimmt. Boah. Ich merke, das wird ein lustiges Let's Play, ja. Hey, ist das ein neuer PC? Wo war ich stehen geblieben? Oh ja, richtig. Also, wir gehen zu Professor Eibe und holen uns Pokémon. Ich warte da mal draußen. Mach schon, Ulki. Komm nicht zu spät, sonst musst du Strafe zahlen. Ich bin gerade selber am Nachdenken, ob diese Stimme für diesen kleinen Jungen in
in irgendeiner Weise berechtigt ist. Ihr könnt es mir einfach mal in die Kommentare schreiben, ob das in irgendeiner Weise berechtigt ist, diese Stimme dem Jungen zu verpassen. Wäre auf jeden Fall irgendwie interessant, das mal zu erfahren. Ulki! Marco ist schon weg. Ich weiß nicht, was er vorhat, aber er ist ziemlich schnell hinausgesaust. Ja, was ich als allererstes machen werde, ist natürlich... Wo ist die verdammte Starttaste? Ja, ist gut. Ah. Erstmal das hier. Ja. So, jetzt haben wir es nämlich... Jetzt können wir nämlich ein bisschen schneller durch die Texte durch. Ulki, geh nicht ins hohe Gras. Wilde Pokémon könnten dich angreifen, wenn du durch hohe Gras gehst. Das wäre nicht schlimm, wenn du ein eigenes Pokémon dabei hättest. Aber pass auf dich auf, Liebling. Ja, weil jedes Pokémon blutrünstig ist und eins zerfleischen will. So, wir müssen jetzt hier hin. Bums. Was? Wie? Oh, hey, Ulki. Hey, ich gehe zu Professor Albo und du kommst mit. Beeil dich. Ah. Hab was vergessen. So wie ich den gerade klingen lasse, da kann das eigentlich nur stimmen, dass er was vergessen hat. Nur mal so nebenbei. Oh, ist das schön. Ich nehme besser auch meinen Bullen und mein Tagebuch mit. Oh, hey, Ulki. Ich warte auf der Straße auf dich. 10 Millionen Strafe, wenn du zu spät kommst. So, na dann lass mal los. Natürlich kann ich jederzeit noch die Stimme von diesem netten, jungen Herrn ändern. Ob ich das machen werde, ist natürlich eine andere Frage. Ich meine, so häufig werde ich den auch nicht treffen. Bist du langsam? Also gut, lass uns zu Professor Albers Labor gehen. Ich hoffe, man versteht das, wenn ich so laber. Aber ich verstehe das selber eigentlich schon, aber ich bin mir nicht sicher. Ne? Was? Hier nicht ins hohe Gras, oder? Keine Sorge, kein Problem. Es macht nichts, dass wir keine Pokémon haben. Vertrau mir einfach. Ich habe da eine großartige Idee. Hör zu. Du weißt, dass wilde Pokémon dich angreifen, wenn du durch hohes Gras läufst, nicht wahr? Also musst du nur schnell genug vom Fleckgras zum nächsten rennen. Bevor ein wildes Pokémon erscheinen kann. Wenn wir rennen, dann können wir Sandgämme erreichen, ohne auf ein wildes Pokémon zu treffen. Also bleibt mir dicht auf den Fersen. So, los geht's! Auf die Plätze! Wartet! Ihr beide besitzt doch gar keine Pokémon, oder? Warum wollt ihr dann durch hohes Gras gehen? Hey Ulki, dieser Opi, das ist der Professor Albari, recht? Was macht ihr hier? Sie wollten ins hohe Gras, weil sie Pokémon haben wollen. Was tun? Ihre Welt würde sich mit Sicherheit ändern, wenn sie Pokémon hätten. Wäre es richtig, wenn ich sie auf diesen Weg bringen würde? Ihr beide, ihr liebt Pokémon wirklich, oder? Sicher lieben wir Pokémon. Ich frage euch noch einmal. Ihr beide, ihr liebt Pokémon wirklich, oder? Wie bitte? Das kann man uns noch tausendmal fragen. Die Antwort wird sich nie ändern. Wir werden tausendmal antworten, dass wir Pokémon lieben. Stimmt doch irgendwie, oder? Ein paar sorglose Kinder, die einfach so ins hohe Gras gehen wollten. Und das ohne eigene Pokémon. Ich denke mit Schaudern daran, was solche Leute mit Pokémon anstellen würden. Dann verzichte eher ich auf ein Pokémon. Denn ich war es, der unbedingt durch das hohe Gras wollte. Das nenne ich ehrlich. Also gut, ich vertraue euch beiden Pokémon an. Und ich entschuldige mich, dass ich euch getestet habe. Wie dem auch sei. Ihr müsst mir versprechen, dass ihr euch nie wieder so gedankenlos in Gefahr bringt. So. Wo hab ich nur... Professor Eime, wir haben Ihre Tasche am See vergessen. Oh, stimmt etwas nicht? Ah, da ist sie. Du kommst genau richtig.
Lucia oder Lucia? Lucia klingt irgendwie zu pervers. Lucia, nenne ich einfach mal. Ich wollte den beiden hier gerade ein eigenes Pokémon anvertrauen. Verzeihung, aber diese Pokémon sind schwer zu ersetzen. Sind Sie sicher, dass Sie sie abgeben wollen? Wir leben Seite an Seite mit den Pokémon und für jeden kommt einmal die Zeit, auf Pokémon zu treffen. Es gibt eine Welt, die man zusammen mit Pokémon entdecken sollte. Und für diese beiden ist heute die Zeit gekommen. Hier und jetzt. Nur zu, öffnet die Tasche und wählt eure Pokémon. Wirklich? Professor Eimel, ich kann es kaum glauben. Ich bin so glücklich, dass ich nur noch grinsen kann. Wirklich, du kannst zuerst wählen. Hey, ich bin ja schließlich schon so gut wie erwachsen. Fast irgendwie gut mit der Stimme. Dann kann ich mich ruhig in Zurückhaltung üben. Ich darf jetzt mein Pokémon wählen. Ja, ich habe auch schon genau eine Ahnung, welches ich nehme. Also ich werde auf jeden Fall... Ja, Pokémon, bla bla, wunderschön. Ja, ich nehme Chillas. Weil ich das Pflanzen-Pokémon an sich liebe. Also, hier muss ich sagen, gefällt mir das Pflanzenstarter wirklich sehr, sehr gut. Also es ist stark und man kann damit relativ viel anfangen, also. Dann will ich nicht. Ich nehme dieses Pflanzenflamm. Sehr gut. Ihr beide habt eine gute Wahl getroffen. Es waren auch nur 3 Pokémon, wie kann man da eine schlechte Wahl treffen? Aber nun hört mir gut zu. Die Pokémon, die nun zu euch gehören, sind mit dieser Welt nicht vertraut. Und daher ähneln sie euch in gewisser Weise. Da ihr und eure Pokémon daher so etwas wie Anfänger seid, hoffe ich, ihr haltet fest zusammen. Solltet ihr irgendwelche Probleme haben, scheut euch nicht, mich in meinem Labor in Sandgelmer aufzusuchen. Und nun muss ich aufbrechen. Professor, warten Sie auf mich! Es tut mir leid. Lasst mich bitte durch. Was sagst du dazu? Professor Eibel ist echt nett. Im Fernseher sieht er immer so ernst und furchteinflößend aus. Ist halt ein alter Sack, ne? Hey, Oiki! Nun besitzen wir beide ein Pokémon. Da gibt es nur eins für uns zu tun. Bist du bereit? Ja. Ich wollte so etwas schon immer mal sagen können. Die Zeit ist endlich gekommen. Oiki, ich fordere dich zu einem Kampf heraus. Ja, ist das nicht schön? Und der hat einen richtigen Zappelhans, der Junge. Okay, also er hat ein Panflam, ich habe einen Chillas. Also das typische Szenario, ich wähle mir ein Pokémon, er nimmt sich natürlich das, was gegen mein Pokémon sehr effektiv ist. Möge man meinen. So, ich nehme mal Tackle. Also, ihr seht ja im Grunde nur das, den oberen Bildschirm. Der untere Bildschirm, wo die Attacken sind und auch Beutel und so weiter, das werde ich nicht einblenden. Da es reicht meiner Meinung nach, wenn man jetzt im Grunde das eigentliche Geschehen sieht. So. Der Vorteil von Chillas ist, dass es wirklich hohe Verteidigungswerte besitzt. Also es ist zwar relativ langsam meiner Meinung nach, aber an sich ist Chillas ein wirklich starkes Verteidigungs-Pokémon. Niemals, wir machen weiter. Ja. Das sagen sie alle. Ja, er versucht natürlich meine Verteidigung zu senken, um mich dann mit einem mächtigen Schlag zu penetrieren. Allerdings vernachlässigt er natürlich jetzt die KP seines Panflans zu berücksichtigen. Dementsprechend ist er jetzt tot. Es war ein relativ einseitiger Kampf. Chillas bekommt 69 EP. Erreicht noch ein neues Level, ist doch schön. Wunderschön. Was sagst du da? Boah, das ging mir gerade ein bisschen zu schnell. Puh, ich muss nach Hause. Jetzt habe ich kurz aus dem Dings rausgeklickt. So. Puh, ich muss nach Hause. Der Kampf hat mich total müde gemacht und mein Pokémon braucht auch Ruhe. Bis später, dein Ulki. Boah, war das eklig. So. Meine Mutter rennt bekloppt rum. Was ist denn los, Schatz? Du liebes Bisschen, du hast das hast du alles erlebt. Du und Marco können von Glück reden, dass ihr auf Professor Alp getroffen seid. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was sonst geschehen wäre. Wer weiß, wozu wilde Pokémon alles in der Lage sind. Pff, die reißen die Eingeweide raus und fressen mein Gehirn, also alles Mögliche, ne? Okay,
Ich denke, du solltest Professor Alba einen Besuch abstatten. Er lebt doch in Sandgemme, oder? Da du jetzt nicht mehr ohne Pokémon dastehst, ist das hohe Gras auch nicht mehr so gefährlich. Oh, ich habe hier noch etwas für dich. Hier, Olki, zieh die an. Ich hab die Turbotreter. Jetzt kann ich endlich rennen, denn erst mit den passenden Schuhen ist mein Charakter in der Lage zu rennen. Ist doch schön. Nach Sandgemme zu gehen ist schon ein Abenteuer für sich, nicht wahr? Mit diesen Turbotretern kommst du viel schneller von einem Ort zum anderen. So, ich lese sie... Nee, das überspringen wir, Leute. Ich weiß, wie man die verkackten Turbotreter benutzt. Ja, so. Ich kann schon weg, ist das nicht schön? Oh Mensch, wie toll ist das denn hier? Aber Leute, ich denke mal, ich werde hier jetzt den ersten Part beenden. Ich wollte ja die beiden ersten Parts der neuen Projekte am gleichen Tag hochladen, deswegen möchte ich das jetzt nicht zu lange halten. Dementsprechend sage ich einfach mal, ihr könnt mir mal sagen, wie haltet ihr, was haltet ihr momentan von diesem Projekt? Könnte es euch gefallen? Ich meine, der Anfang ist ja immer so ein bisschen schleppend und man muss ja immer so gucken, okay, es braucht ja ein bisschen, bis es wirklich spannend wird, aber ich versuche es so gut zu gestalten, wie es geht. Von daher schreibt mir in die Kommentare, wie ihr da jetzt momentan das Ganze findet, stimmtechnisch, also zum Beispiel Marco, dass er so ein bisschen drauf ist. Ich weiß es nicht. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Pokémon Platin. Tschüssi und Kowski.